Und hier sind wir zurück in Bloodstained Witcher of the Night. In der ersten Episode war der Ingame-Sound etwas zu leise. Das habe ich jetzt geändert. Und ihr könnt das Ganze jetzt vollumfänglich auch akustisch genießen. Aber in der ersten Folge ging es mir erstmal auch darum, erstmal zu gucken, sehen wir schon Unterschiede zur Becker-Demo oder nicht. Und die haben wir gesehen, optisch definitiv schon mal einige Unterschiede. Die Charaktere reihen sich eher in die Umgebung jetzt ein. Und auch spielerisch fühlt es sich flüssiger an. Gucken wir mal, wie sich jetzt auf Dauer noch weiterentwickelt. Also vorab, was ich noch entdeckt hatte, was ich glaube ich auch schon in der neuesten Becker-Demo drin war, das ist die Möglichkeit, jederzeit zu speichern, nämlich hier. Wenn man hier auf Stoppen geht, wird hier ein vorläufiger Speicherstand gespeichert. Ist ein bisschen doof formuliert, weil über die Bezeichnung Stoppen hätte ich das jetzt nicht abgeleitet, aber zum Glück gibt es unten eine Beschreibung. Bedeutet an der Stelle, macht ihr dann einfach direkt weiter. Hat aber glaube ich auch zur Folge, dass wenn ihr sterbt, landet ihr nicht dort, sondern ihr landet dann trotzdem beim letzten Checkpoint. Also das ist so ein kleiner Kompromiss. Und wir haben jetzt kurz unser Stelldichein mit unserem alten Freund, in Anführungszeichen.人間たちが俺たちにしたことを考えれば分かるだろう。10年前の出来事ならヨハネスから聞いた。確かにそれは許されることではないわ。でも今あなたがやっていることは彼らと同じことじゃない。違う違う違う違う。奴らは俺たちの体を作り変えた。 それならこの世界を変える権利は俺にもあるはずだ。来るんだ、ミリオン。お前だけが俺の痛みを分かち合える。人間ではないか。覚えてる？それは昔私があなたに言った言葉よ。そんなことどうでもよくない。生きる希望を失っていた私は あなたの言葉に勇気づけられたの。力のものに善悪はない。力の使い方に善悪があるんだって。ジーベル様、そろそろ戻りませぬと。ミリオン、悪いが昔話はここまでだ。俺を止めに来たのだろう。ならば俺を探し出してみろ。 Die Grammarie wirkt einerseits wie sein Diener, sie nennen ihn auch Meister, aber irgendwie scheint sie ihn zu beeinflussen. Erinnert mich stellenweise auch an Fate. Guter Anime, wenn ihr nicht kennt. Gibt verschiedene mittlerweile. Fate's Day and Night war so einer meiner Lieblingsserien. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze überleben. Die verdammten Tentakel sind so unvorhersehbar. Feuerball macht zwar mehr Schaden, aber ich glaube fast, dass das Wasser sich trotzdem mehr lohnt, weil der Mana-Verbrauch von dem Wasserzauber geringer ist. Nein! Wertvolle Feuerball. Ich mach so einen Mix aus beiden. Jo, Aufstieg. Schade ist, dass man durch den Aufstieg keine vollen HP bekommt. Finde ich eigentlich mal ganz gut. In solchen Spielen. Oder generell eigentlich. Das ist nochmal so ein unvorhergesehenes Element, das mit ins Spiel bringt, bei dem man dann vielleicht doch nochmal gerettet wird. Weil ich sehe, jetzt schon nochmal einen Trank einnehmen müssen. Oh, ich drücke nach oben und sie schießen trotzdem irgendwie diagonal. Aber sie kann es einfach nicht. Sie kann ihren Arm nicht ganz nach oben. Das geht nicht. Sie kann zaubern, aber sie kann ihren Arm nicht direkt über den Kopf strecken.
streng dich an. Nein. Falsche Richtung. Verdammten Tentakel. Da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht davon ablenken lässt. Beziehungsweise beeinflussen lässt, dass wenn dieser Tentakel runterschwingt, dann trifft er einen ja noch nicht. Er trifft einen erst, wenn er den Boden berührt. Und ich bin oftmals zu früh gesprungen und habe gedacht, ich weiche jetzt schön aus und hat da nicht funktioniert. Ist ja auch nicht eben oldschool, dass man dann bei jeder Berührung dann drauf geht. So, schlagendes Tentakel, genau, das ist einer dieser Ultimate-Fähigkeiten. Oder für mich ist es eigentlich wie so ein Ultimate, weil er total durchdreht, aber ist ein normaler Zauber, verbraucht aber sehr viel Mana. Kurz und bündig. ついたね。ここは村。ひどく荒らされているわ。悪魔たちの進行が思ったより早いな。さあ行こう。この先に協力者が待ってるはずだ。ちょっと待って。悪魔の気配を感じる。私が先に行く。 Dämonenputzer. Aber ich will. Da habe ich schon diesen Tentakel. Ist jetzt nur noch nicht ausgerüstet. Ist dann sehr mächtig. Kostet 80 MP. Also, die Ziele sind so ein bisschen schräg, da muss ich aufpassen. Mit dem Dialogstick komme ich irgendwie erstmal prima meistens diagonal, aber es liegt glaube ich eher an mir als am Spiel. Im Tentakel setzt man es natürlich einmal demonstrativ ein. Da ich das noch so wenig MP haben, lohnt es sich noch nicht bei 118 MP, finde ich. ミリアム。私を知ってる？遅くなってすまない、ドミニク。この人が協力者なのね。はじめまして。はじめまして。私はミリアムよ。約束通り、ミリアムを連れてきてくれて感謝しますわ。君の頼みだからそれは構わないけど、ミリアムの意思があるとはいえ、 彼女を危険にさらすんだ。ちゃんと説明はしてほしいな。そうね。この事件にシャードリンカー・ジーベルが関わっていることは伝えました。それは間違いないわ。本人と話したから。あったのか、ジーベルに。それなら話は早いですわね。シャードリンカーによって再び起こされた悪魔の代償感、そして そのタイミングでもう一人のシャードリンカーが眠りから覚める。確かにそうだけど、ミリアムを戦わせることに僕は賛成はしてない。それを決めるのはあなたではありません。ミリアムを連れてきていただいたのは、被害に遭っているこの村の現状を見てもらい、ミリアムの意思を確認するためですわ。どう？ミリアム。もちろん断っても、 この村のこともそうだけど、私はジーベルを止めなければならないの。ありがとう。そして、ごめんなさい。ごめんね。話に夢中になってて。うん。ありがとう。どういたしまして。お名前を教えてくれる？アン。アン。いい名前ね。ここは危険だから。
一緒に来てもらえるかしら? So, hier wird sich dann auch erstmal unsere erste provisorische Basis befinden, wo wir dann auch ein bisschen eingeführt werden in das Aufwertungssystem und so Geschichten. Und dann kommen wir in die Burg. Da ging es schon gut zur Sache. Johannes und wir sind hier, Miriam zu supporten. Miriam ist hier, Miriam ist hier, Miriam ist hier, それであれば私もあなたも足。いや、でも。私一人で大丈夫よ。そんなに心配しないで。わかった。僕たちはここで僕たちのできることをするよ。そうと決まれば準備を始めましょう。くれぐれも無理はしないでくれ。それと錬成はいつでもできるように準備しておく。 わかったわ。 怪我しないでね。強いお姉ちゃん。 任せて。 So, da verteilen sich jetzt die NPCs unten. Truhe holen wir später. Wir quatschen jetzt nochmal kurz mit denen, um nochmal einfach jetzt zu sehen, was können wir bei denen machen. ドミニク、この辺りにある機械とか何?それは開発中の撮影機ですわ。撮影機?簡単に言いますと、風景や人物をそのまま。何それ?使ってみたい。残念ですわ。撮影に必要な集荷銀がありませんの。それを探してくればいいのね。行ってくる。Gleich wieder, das ist gut. Ich bin gespannt, was sie da machen können. Oder ob es nur Screenshots sind. あら、いらっしゃい。初めてですから、説明させていただきますわ。お願いします。ここはアイテムを売買できる。本来なら無料で支援したいところですが、ここでは教会の資本もそう簡単に入れることもできません。 きちんとサポートするためにも申し訳ありませんが、有料でお願いします。サポートしてもらえなくなるのはもっと困るから理解したわ。あとここではシャードの買い取りもさせていただきますわ。え、それって大丈夫なの？もちろんですわ。買い取ったシャードは教会の責任を持って浄化させていただきます。そのため買い取りはできますけれども、 売ることはできませんわ。シャードの特性上、同じものを複数持つことで強くなりますが、同時に強くなる限界もあります。それと、これが一番気がかりなのですが、侵食が進むかもしれないけど、で、それでも余ったシャードは積極的にお金に変えることを心配してくれてありがとう。これで説明は終了ですわ。 Genau, das war das. Mit den Scherben können wir eben upgraden, müssen aufpassen natürlich auch, dass wir nicht zu viele behalten, weil dann halt eben bei ihr die Dunkelheit stärker wird. Die Verderbnis, wie bei Darkness quasi. So, 300 Gold, wenn wir jeweils bekommen. Zwei himmelblauer Platscher habe ich. Heben aber natürlich auf, da werde ich irgendwann mal hingehen und die dann entsprechend aufwerten erstmal. So, ein Teil brauchen wir auch als Materialien, soweit ich noch weiß, deswegen hebe ich erstmal alles nochmal auf. Und dann nur doppelte Geschichten, also Waffen vor allem, werde ich dann auf Dauer verkaufen. So, Tränke, 200 Gold, wir haben 2587, Ether gibt auch nochmal Magie. Das wird auch wichtig, also hier habe ich das Gefühl bisher in der Demo gehabt, dass das Aussparen, oder vor allem das Tränke sparen, dass das nicht gut ist, also man sollte schon auch immer genügend Tränke dabei haben. Ich nehme jetzt erstmal als Leitlinie, immer 6 Tränke dabei zu haben und hoffe, das reicht und treibe ich nicht in Ruin.
So, und hier, Wegstein. Dieses Relikt bringt dich an einen Ort, den du vor deinem inneren Auge hast, der vor der Konzentration. Da holen wir uns nochmal ein. Ich denke, da können wir dann schnell reisen. 8-Bit-Münze, 16-Bit, 32-Bit-Münze. Und hier auch schon mal diverse Waffen nochmal, Degen, EP, Langschwert. Pelikus hier, Flappenberg, Nodachi. Das wäre natürlich geil. Hier Großschwert, Flammenberg, Angriff 29. Also ein Langschwert-Drop würde mir schon reichen. Kaufen werde ich jetzt an Ausrüstung nicht erstmal. Erstmal akklimatisieren und auch auschecken, was ja, kohletechnisch Phase ist. Also, ob man Geld schwimmt oder ob man eher häufiger sparen muss. So. Genau, wir hören Quests für NPCs und ehemaligen Bewohnern hier dann erleben. Jetzt gehen wir noch zu unserem Kollegen. Ja, kitane. Koko ni konna setsubi o soroeru nante, kyōkai no chikara tte sugoi ne. Hontō, bikkuri da wa. Ja, koko de dekiru koto da kedo, ikutsu ka no sozai o rensei surukoto de, iroiro na aitemu o tsukuru koto ga dekiru nda. Mazu wa narau yori narero da. Kochi de yōi shita sozai de mazu wa rensei shite miyō. さて、何を錬成する Genau, Tränke, kleine Schwimmhäute, schmelzende Knochen. Da können leider kein Langschwert herstellen. Ich habe nur 3 Eisen und 2 Bronze. Aber ich kann es herstellen. Ja. Und schon haben wir uns 2700 Gold gespart. Ein billiger, einfacher Ring. So, wenn wir runtergehen, sehen wir, da geht noch einiges mehr. Unsichtbare Klinge, klingt gut. Flammenpeitsche. Dämmerungsklinge. Brauchen eine 8-Bit-Münze. Wissen wir schon Bescheid, 8-Bit-Münze war, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich glaube, waren 16.000 Gold oder so. Und werden natürlich schon Ideen, dann auch auf bestimmte Waffen natürlich zu farmen. Also da geht was. Und man sieht ja noch etliche weitere Waffen. Und Ausrüstung. Hier können wir uns Buff-Food machen. Das Coole ist, wenn man das erste Mal Buff-Food einnimmt, gibt es einmal einen Boost, einen permanenten Stat Boost. Dann sehen wir links, Bonus fürs erste Mal, Max TP Int, oder hier Max TP steigern und so weiter. Also damit animieren sie gleich direkt halt auch, dass man dann halt auch eben ein bisschen craftet oder in dem Fall halt eben was kocht. So, bei den Scherben könnten wir entsprechend aufwerten. Schade ist, ich sehe nicht. Ah doch, wir sehen hier. Ich wollte gerade sagen, man sieht nicht, was bei der Verbesserung passiert. Himmelauer Platscher steigert die Dauer. Oder hier steigert die Anzahl der Pfeile, die gleichzeitig verschossen werden. Aber das hebe ich mir noch auf. So, auseinandernehmen könnte man auch Dinge. So, das Messer benutze ich nicht. Nehme ich mal auseinander. Ah, dazu brauche ich Alka-Hest. Stimmt, da war was. Genau, und Alka-Hest kann ich bei der Tante links, glaube ich, kaufen. そこで購入できるように手配しておく。それと僕の知ってる範囲にはなるけど、素材から何ができるかは教えられるかな。だけど、僕の知らないアイテムはどこかでレシピを手に入れる必要があるね。わかったわ。それと、君が手に入れた悪魔の結晶、つまりシャードのことだけど、これもアイテムと同じように錬成ができる。シャードによって決まった素材が必要だけど、おおむね利便性が上がる方向に編成できるはずだよ。よ、だ、だ、recht。機会があったら試してみてくれ。シャードも。あと僕も含めてなんだけど、
今まで生きるのに精一杯だったから材料を持ってきてくれれば料理も錬成することができる。新しい食事を取ることでまだ成長する余地があると思うんだ。Das ist schon eine geile Sache. Und hier haben wir wieder einen Save Point. So, hier hatten wir jetzt relativ wenig Action, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem ein bisschen nochmal Infos gegeben hat, dass man jetzt auch gesehen hat, einfach mal hier mit dem Aufwerten, dann auch mit dem Buff Food, Permanent Stat Boost Steigerung. Storytechnisch sind wir natürlich noch ganz am Anfang und wir werden jetzt hier danach draußen im Dorf aufräumen, vermutlich sogar noch bis in die Burg reingehen und uns da weiter battlen. Ich freue mich drauf, das war Bloodstained Witcher of the Night, bis zum nächsten Mal.